Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Es ist wieder soweit, Freunde, wir spielen mal wieder eine Runde Bioshock 2. Ich glaube, dass wir hier aufgehört haben letzte Folge. Ich hoffe es eigentlich. Sollte eigentlich sein. Und ja, ich muss erst nochmal ein bisschen reinkommen. So. Ich glaube, das Feuer ist das Hilfreichste. Und ich würde gar nicht so lange schnacken. Sondern wir hauen einfach mal rein, Freunde. Wir hauen einfach mal in den Kasten. Wir lassen uns natürlich, wie gesagt, immer ganz viel Zeit. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Also mir, ich muss sagen, dieses Remastered gefällt mir sehr gut. Mir fällt gerade ein, warum unser Bohrer eigentlich nicht geworden. Wir haben doch eigentlich alles, oder? Können wir doch gucken. Da ist es doch. Ah ne, das ist... wir haben ja noch ein bisschen was. Was war das hier nochmal? Nehmen wir mal den Gefrieren, der du frierst Gegner noch länger ein. Finde ich irgendwie geiler. Vor allem sieht halt irgendwie geil aus. Boah, nice. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo noch mal ein bisschen Adam, weil wir haben jetzt nur mittlerweile 60 Adam. Geht ja schon mal. Geht ja schon mal sehr gut los. Hat er schon mal gesagt, Freunde, bei den letzten Folgen. Tomb Raider. Ich bin mittlerweile so eine Sau. Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Schissel. Ich hoffe, dass der Sound passt. Können wir hier eigentlich... Wir haben noch keinen Code. Upgrade, Alter. Dafür wird hier alles tun. Willkommen im Zirkus der Werte. Antiperson für das Ding, ja. Oh, komm, mal ein bisschen unser Auto hinfall. Das ist schon verdammt geil. So. Mehr kann ich nicht. Wow. Das ist toll. Wo sind wir hier verflucht nochmal? Okay, wir müssen da so anscheinend lang. Das andere ist bleibt uns hier nicht übrig, würde ich sagen. Ich gehe mal Spielchen mit mir spielen. Oder? Kann ich eigentlich ja gar nicht abhaben. Aber wenn wir spielen will. Achtung! Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Alter, wie du mich hast. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Rapture.
Ich hab Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. So, ich habe nochmal ein bisschen Papier und Stift zur Hand genommen. Weil ich habe jetzt gedacht, dass da etwas nachmachen wollte. Aber no, Sir. Können wir da eigentlich theoretisch, warte mal, das will ich noch mal ausprobieren, Auto-Hack mal benutzen. Okay, das geht natürlich nicht, das wäre ja auch zu einfach. Schade. Egal, dann geht's weiter, wir erfahren noch hoffentlich den Code. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst, aber ich finde er ist stark und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Tja, Billy, vielen Dank. 1080. Nice. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lams Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Okay, so, ich würde dieses Ding ganz gerne ein bisschen upgraden. Hätte Hyponschaden, das hört sich doch gut an. Hyperzoom, ne, brauchen wir nicht upgrade für MG, Crashläger. Wenn diese Stromfeld verhindert das, geschossen beim Zerbrechen, so dass ein Crashläger wird. Ja. Hitze-Upgrade für die Nagelpistole. Habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ich würde aber auf jeden Fall, gut, das Ding haut schon rein, muss ich sagen. Für das MG. Oder machen wir mal was für die Hitze. Also, Hitze-Upgrade für Niete-Pistole. Jetzt Niete auf einen Temperatur, bevor sie verschossen wurde. Achtung. Ah, das ist natürlich geil. Das setzt es in Brand. Okay, dann nehmen wir das da. Boah, aber das ist jetzt richtig frisch. So, was haben wir hier? Eine Rose, Alter. Wie schön. Und wie cute der Kleine ist. Geschenk für das gelbäugige Mädchen. Wahrscheinlich haben wir diese Rose jetzt bekommen, damit wir sie Eleanor geben können. Also das wäre ja fresh. Eine Rose. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir eine Rose bekommen. Na gut. Die Geste zählt, Freunde. Die Geste zählt. Das ist ja mal mega nett. Little sister.
passiert, Boss. Ich bin mal gespannt, wie die Steuerung dann bei... Wenn man auf Schleim und Glibber steht, ist das göttlich. Oh, verdammte Kacke nochmal! Du Prinzesschen! Willst du das nächste Mal auf den Müll fischen? Das ist geil, dass ich das gemacht habe. Dankeschön. Oh. Okay, die wollen irgendwie, dass wir ein bisschen... Hier auf dem Pier! Fang! Alter, das Ding hat richtig einen Spitze. Hey, ich hab jetzt gedacht, die hätten ein bisschen mitgedacht. Schwarze? Was? So. Aber ich hebe mir das auf für die wichtigen Dinge. Dann ist das irgendwann mal. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Tja, mein Heckfall, ja, krieg ich jetzt kein Auto-Heckfall mehr? Ja, gut. Aber das Mini-Geschütz ist auch schon geil. Ich sagte, wir sind eigentlich so. Also du bist so krass. Ich weiß nicht. Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Der ist mir, auch wenn ich ehrlich bin, etwas komisch. Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Bleibt wie typisch. Wir schauen uns erstmal um. So. Geile Cola. Lieber Spitzer. Ich wette mit euch, das wird. Das hat dicke Füße. Ein Stöckelschuhfuß. Ja, das kann man ja auch mal machen. Ja, wir gucken uns wieder erstmal hier um. Das wird auch wahrscheinlich hier wieder Copyright-Probleme geben. Aber wisst ihr was, das ist mir so egal. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Das hatten wir ja gerade gehört. Eve Upgrade, Gesundheitsupgrade, Gentonika Slot. Ich kann mal gern kaufen, ja. Dann haben wir nämlich ja noch ein bisschen mehr. Genau.
Sehr schick. So. Wo sind wir denn hier? Gucken wir uns mal kurz hier an. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir brauchen die Karte irgendwie weniger. Ich finde die Karte hier, wenn ich ehrlich bin, komplizierter als in Teil 1. Weil das, dieses Ausgegraute, da denke ich dann, ich war da halt schon. Ja, aber... Vielleicht war ich da nämlich auch noch nicht. Kann auch sein. Okay. McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysus Park. Ein Leck in der Hauptentwässerungsleitung könnte den ganzen Laden hier überfluten. Fehlerhafte Druckventile würden die ganzen armen Teufel hier einschließen. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lambs kleine Kunstschau zum Luxuslebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Oh oh. Eve-Experte, manchmal braucht's ein kleines bisschen mehr, um diese Zeit zu überleben. Stocke mit Eve-Experte deine Vorräte an Eve-Längern und Plasmin-Gebrauch auf. Das ist natürlich auch nice. Dann nehmen wir doch erstmal das. Vor allem, ich finde es da einfach so krass, was die sich da alles einfallen lassen haben. Was es hier alles gibt für Eve und bla. Also für alles, was man braucht eigentlich. Hier und wir müssen dahin. Na gut, da kommen wir ja dann noch hin. Oh Gott, Freunde. Wenn dieses Spiel nicht so verdammt viele Wege hätte, wa? Oh, 6. Können wir jetzt mitnehmen. Geil. Noch ein bisschen mehr. Ich sag, wir sind einfach so overpowered. $7 $7 ja. Willkommen im Zirkus der Werte! So, das Geld nehme ich mit. Tschüss, Akku fast gleich schon wieder. Alter, ich weiß, das mit dem Akku hier, das ist wirklich unglaublich. Vor allem, wir brauchen das Telekinese, habe ich auch gar nicht mehr so das Gefühl. Haut immer das Ding einfach gegen die Birne, ey. Unglaublich. Lutscher. So, gehen wir mal hier oben kicken. Oh ja. Das ist cool. Öl brauchen, da geht's noch nicht lang. Vielleicht kommen wir ja da noch hin. Vor allem, ich finde es einfach geil, dass wir so eine, sozusagen, ältere Generation sind. Ich bin der Mann im Haus. Und das heißt, die muss ich benehmen. Partner! Wir waren Partner! Wir teilen 50-50, habe ich gesagt. Let's fight! Abschalten! Alter, hallo?